Es ist eine Premiere in den deutsch-israelischen Beziehungen. Erstmals üben Kampfflugzeuge des israelischen Militärs in Deutschland mit Fliegern der Bundeswehrluftwaffe. Am Fliegerhorst in Nörvenich in Nordrhein-Westfalen kommen auf beiden Seiten auch Emotionen hoch, mit Blick auf die Geschichte, wie bei diesem Vertreter der israelischen Streitkräfte. Wir wurden ein bisschen emotional, als wir das erste Mal hier in Deutschland abgehoben haben und die Übung gemacht haben. Die Erinnerung an die Vergangenheit ist Teil von uns, Teil der Geschichte, aber wir schauen in die Zukunft. Die deutsche Luftwaffe würdigt ihre enge Zusammenarbeit mit der israelischen Luftwaffe. Blue Wings ist eine erstmalige Übung. Es ist die Gegenbesuchsübung unserer selbst durchgeführten Verlegungen nach Israel. Deutsche Luftwaffenpiloten nahmen in der Vergangenheit bereits an Übungen in Israel teil.